Die Immobilienpreise sind stark gestiegen, mehr oder weniger weltweit, so dass viele befürchten, wir sind da längst auch in einer Blase. Und jetzt trübt sich aber die globale Konjunktur ein und gleichzeitig steigen die Zinsen. Heißt das möglicherweise, wir sind auch bei den Immobilienpreisen jetzt eventuell an einem Kipppunkt mit vielleicht drastischen Folgen für die Weltwirtschaft und auch noch mal für die Börsen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Wir haben an den Börsen jetzt ein scheußliches erstes Halbjahr hinter uns. Der DAX ist um fast 20% gefallen. Das war das schlechteste Halbjahr seit 2008. In den USA, der breite S&P 500 ist um 21% gefallen. Der Nasdaq 100 Index sogar um 30% und viele Einzelaktien natürlich auch noch viel stärker. Bis jetzt also ein Börsenjahr zum Abgewöhnen und vor allem die neuen Anleger, die jüngeren Anleger, die bereuen wahrscheinlich auch schon schwer, dass sie sich überhaupt jemals auf sowas wie Aktien eingelassen haben. Und gleichzeitig fragen sich viele aber auch, ob das jetzt nicht vielleicht schon wieder gute Kaufkurse sind. Vielleicht haben wir das Schlimmste ja schon hinter uns. Die Hoffnung gibt es ja auch immer wieder. Aber im Moment werden die Börsen eben auch geplagt von Rezessionsängsten und was das betrifft, da gibt es einen großen Elefanten, über den spricht man im Moment noch kaum, aber der steht schon die ganze Zeit im Raum. Das sind die Immobilien, die Immobilienmärkte. Die haben volkswirtschaftlich eine Wahnsinnsbedeutung in fast allen Ländern, sodass sich das dann eben auch enorm auswirken würde, wenn da die Stimmung jetzt auch kippt. Die Immobilienpreise sind massiv gestiegen, so gut wie weltweit. Hier haben wir zum Beispiel die Veränderungsrate beim deutschen Häuserpreisindex. Das ist vom Statistischen Bundesamt hier seit 2010. Das sind nicht die absoluten Preise. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass hier von 2016 bis 2019 zum Beispiel die Preise wieder gefallen wären, sondern nur die Steigerungsraten zum Vorjahr waren da etwas niedriger. Und das Ganze ist natürlich angeheizt worden durch niedrige Zinsen und hat sich auch immer noch mehr beschleunigt jetzt. Also seit dem vierten Quartal 2015 war der jährliche Anstieg immer bei mindestens 5%, sehen wir hier. Und die letzten Quartale war der Anstieg dann sogar immer deutlich über 10%. Das kennen wir auch alles. Und dieser Preisanstieg, der hat natürlich immense Vermögen zusätzlich geschaffen hier und dadurch ja auch das Wachstum angekurbelt und die Nachfrage. Das deutsche Immobilienvermögen inklusive Grund und Boden, das war 2020 bei 14,9 Billionen Euro und ist jetzt wahrscheinlich schon ungefähr bei 17 Billionen Euro, also fast das Fünffache vom deutschen Bruttoinlandsprodukt. Und natürlich auch viel mehr als das deutsche Geldvermögen oder Aktienvermögen. Und es hat aber auch soziale Schieflagen geschaffen, hat mehr Ungleichheit geschaffen, weil wenn man Immobilienvermögen schaffen will aus niedrigen Zinsen, dann ist die Grundlage dafür Bonität. Und die hat aber nicht jeder im gleichen Maße. Und jetzt ist es aber so, jetzt steigen bekanntermaßen die Hypothekenzinsen und das auch nicht zu knapp. Also hier eine Grafik zum Beispiel vom Vergleichsportal Hypochart. Bauzinsen mit Laufzeiten zwischen 5 und 30 Jahren und vor allem die kurzlaufenden, die sind stark gestiegen jetzt, aber auch bei den Zinsbindungen von 20 Jahren und 30 Jahren, da haben wir nur seit Jahresbeginn fast eine Verdreifachung auf 3,4% und 3,5%. Und das hier sind ja noch die jeweils günstigsten Anbieter, also Konditionen, die sowieso kein Mensch kriegt. Das gleiche in den USA, das hier ist von der Seite von der Fed St. Louis festgeschrieben mit 30 Jahren Laufzeit, entsprechende Darlehen. Das ist nicht ganz so drastisch, aber auch ein starker Anstieg jetzt im ersten Halbjahr von 3 auf fast 6%. Und was man in diesen ganzen Grafiken eben auch sieht, es gibt eben sehr wahrscheinlich schon einen starken Zusammenhang zwischen dem Zinsrückgang, den wir nochmal gehabt haben von 2019 an bis 2021
und der Tatsache, dass die Preise eben genau da nochmal so stark gestiegen sind. Jetzt könnten die älteren Zuschauer natürlich sagen, was ist das alles für ein Weichei-Gejammer? Wir haben in den 80er Jahren finanzieren müssen, zum Teil für 9% und 10%. Das musste auch irgendwie gehen und dagegen ist das hier gar nichts. Und es stimmt auch. Aber in den 80er Jahren, der Immobilienmarkt, der war damals dadurch auch wirklich in einer schweren Krise, in Westdeutschland jetzt zumindest. Und wenn man die Häuser damals nicht den Zahnärzten hätte reindrücken können als Steuersparmodelle, dann hätte man damals wahrscheinlich überhaupt keine mehr verkauft. Und Häuser, Immobilien haben sich eben seitdem auch wahnsinnig verteuert. Und die, die heute kaufen wollen, die sind dadurch jetzt eben von zwei Seiten unter Druck im Moment. Viele haben ja den Gedanken, dass sie sich ein Haus kaufen oder eine eigene Wohnung sowieso schon aufgegeben. Aber auch die, die im Januar jetzt noch hätten kaufen können, die können es jetzt eben zum Teil auch nicht mehr. Rechnen wir es einfach mal durch. Also nehmen wir mal an, ich brauche 450.000 Euro, ist heute ja nicht abwegig, mit Zinsbindung und soll in 30 Jahren abbezahlt sein. Hätte gekostet Anfang Januar 1.508 Euro bei einem Zins von 1,29%. Jetzt zu einem Zins von 3,46% liegt die monatliche Rate aber bei 2.010 Euro. Das sind jeden Monat 500 Euro mehr. Und es gibt den einen oder anderen vielleicht, der dann auch mit den Zehen knirscht und sagt, okay, geht schon, es hilft ja nichts. Aber es gibt mit Sicherheit auch viele, die jetzt sagen, nein, danke, jetzt geht's eben nicht mehr. Und genau das passiert hier, Daten aus den USA, also unserem Vorläufer in allen Lebenslagen. Das hier ist vom amerikanischen Maklerverband der Affordability Index, also mehr oder weniger die Erschwinglichkeit gemessen am Durchschnittseinkommen. Die hat sich eben so stark verschlechtert wie seit Anfang der 90er Jahre nicht mehr. Und dementsprechend die Anträge auch auf Baufinanzierungen, das hier ist es vom Verband der amerikanischen Hypothekenbanken, die sind in den letzten Jahren, in den letzten Monaten, Entschuldigung, sind stark zurückgegangen und waren Anfang Juni dann auf dem niedrigsten Stand seit 22 Jahren. Immobilien werden immer unerschwinglicher im Verhältnis zum Einkommen und das haben wir eben auch fast weltweit. Das haben wir in USA, China, Großbritannien, Schweiz, Kanada auch, Australien. Wir haben das auch in fast allen größeren Städten in Asien und auch in Lateinamerika. Und die Zinsen steigen jetzt eben auch fast überall. Apropos Zinsen, die brasilianische Notenbank, die hat den Leitzins jetzt angehoben auf 13,25%. Brasilien hat die härteste Notenbank der Welt im Moment und auch die Wahlen stehen da bevor. Bolsonaro wird wahrscheinlich abgewählt. Nur was kommt dann? Und es ist klar, das alles belastet im Moment den brasilianischen Aktienmarkt. Wir haben aber zugleich eben jetzt da Aktien mit sehr hohen Dividendenrenditen und wir haben natürlich insgesamt auch ein sehr attraktives Zinsniveau für Anleger. Und das alles, also Brasilien, das ist Thema in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. Die Reports von uns, die sind auch gratis, jeder kann sie lesen und dieser Report, der kommt morgen raus, soll heißen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben und wenn das für Sie interessant ist, dann einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Brasilien bleibt ein sehr interessanter Aktienmarkt, denke ich. Wobei von einem Kauf von einer Immobilie in São Paulo im Moment bei dem Zinsniveau, da würde ich jetzt doch erstmal noch abraten. Aber so oder so, es knirscht also weltweit auf den Immobilienmärkten. Wir haben auch schon die ersten Preisrückgänge, aber insgesamt haben wir ja gesehen, erstaunlicherweise sind die Preise immer noch sehr hoch. Und die Branche und die Anbieter und die Makler, die sind auch noch sehr entspannt. Bei uns in München, da sieht es zum Beispiel so aus. Es könnte sein, dass die Zeiten steil steigender Kaufpreise bald für eine gewisse Zeit vorüber sind. Und das ist schon alarmistisch. Wer sowas bei uns sagt, das ist schon ein Immobiliencrash-Prophet.
Und ich bin selber kein Immobilienfachmann, muss ich gleich mal sagen. Aber ich misstraue den Profis da eben auch ein bisschen, weil es ist wahrscheinlich genauso wie bei den Aktienmarktprofis. Ein paar Dissidenten gibt es natürlich immer, die sehen bei jeder Gelegenheit den Crash kurz bevorstehen. Aber alle anderen, die sind eben auch immer ganz, ganz moderat und sehen da vielleicht kleinere Abschläge und ein bisschen Gegenwind jetzt, aber sie sehen auf gar keinen Fall irgendwas, das irgendwen abhalten könnte davon, dass er investiert. Und natürlich für die hohen Preise gibt es auch gute Gründe. Das Angebot ist ja vielfach immer noch knapp und viele von denen, die verkaufen wollten, die haben wahrscheinlich auch schon lang verkauft. Und auf der anderen Seite, reale Nachfrage ist ja nach wie vor da in vielen Regionen und viele kriegen jetzt ja vielleicht auch erst recht Panik und sagen, ich muss unbedingt jetzt noch kaufen, bevor die Zinsen noch mehr steigen. Aber man muss einfach auch sagen, Immobilien sind eben auch was ganz anderes als Aktien. Eine Aktie ist in 10 Sekunden verkauft, wenn der japanische Einkaufsmanager-Index vielleicht mal wieder nicht so gut war. Bei einer Aktie, die verkauft man dann sofort, bei einer Immobilie schläft man vielleicht noch mal eine Nacht drüber. Und das ist ja auch mit einer der Gründe, warum die Immobilienleute auf die Aktienleute immer so ein bisschen runterschauen, so wie auf Schmuddelkinder. Aktien, ja, das ist ja so spekulativ und die schwanken doch auch so stark. Aber Immobilien, die sind stabil und die haben ihre stabile, stetige Wertzuwächse. Die haben sie aber eben auch darum, weil für Aktien am Markt jede Sekunde ein Preis festgestellt wird, auf der Basis von Nachrichten und von volkswirtschaftlichen Daten und so weiter. Und wenn man das bei jedem Mietshaus in Kaiserslautern auch so hätte, dann wäre es aber auch da mit der Stetigkeit ganz schnell vorbei. Und sowas gibt es eben auch. Hier haben wir zum Beispiel die Aktie von Vonovia. Der größte deutsche Wohnungsvermieter ist jahrelang fast nur gestiegen. Warum? Weil die Immobilienpreise gestiegen sind. Und dieses Jahr ist er aber massiv eingebrochen, hat am Freitag auch ein 5-Jahrestief erreicht. Oder die Tochter Deutsche Wohnen hat sich von ihrem Hoch im letzten Sommer jetzt sogar mehr als halbiert. Auch ein Konzern, der nichts anderes macht, als dass er solide, wertbeständige Immobilien betreibt. Da hat man immer was in der Hand, wenn man sowas macht. Nur so sieht es leider gerade nicht aus. Und mir geht es jetzt nicht darum, ob die Aktien jetzt noch zu teuer sind oder ob sie schon unterbewertet sind, sondern mir geht es hier um das Signal, dass die aus senden gerade. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten für diesen Kurssturz. Also entweder spinnt sich der Aktienmarkt da gerade komplett was zusammen, das völlig an der Realität vorbeigeht, oder aber, und das ist eben die wahrscheinlichere Variante, der deutsche Wohnimmobilienmarkt hat gerade ein Problem. Und ein Problem, das auch ein bisschen hinausgeht über kurzfristig nicht mehr steil steigende Preise. Ich habe letztes Jahr auch ein Video gemacht zur Immobilienkrise in China. Die ist natürlich jetzt nicht wirklich vergleichbar mit dem, was wir hier haben. Es ist da im Moment auch vor allem eine Krise der Baukonzerne. Aber was ganz ähnlich war, die Käufer waren da jahrelang sorglos. Sie haben gedacht, das geht immer so weiter. Und die Selbstnutzer, die für sich selber gekauft haben, die haben auch jeden Preis bezahlt, weil sie gedacht haben, es bleibt ihnen auch einfach nichts anderes übrig. Und das glaubt da aber im Moment keiner mehr. Und das war's. Und es ist eben auch Massenpsychologie, man sieht es eben immer wieder. Irgendwer hat bei denen jetzt eben auch einen Schalter umgelegt. Und naja, chinesische Immobilienaktien sind jetzt schon wahnsinnig billig, aber die Krise sitzt trotzdem nach wie vor tief. Sie belastet auch nach wie vor stark das chinesische Wachstum. Und das kann hier eben auch kommen, theoretisch, weil die Investoren hier waren auch sorglos jahrelang und die Selbstnutzer waren auch in Kaufpanik. Und jetzt verschlechtert sich aber drastisches Umfeld. Und wenn wir hier aber eine Immobilienmarktpreiskorrektur kriegen, zum Beispiel in Deutschland, wo letztes Jahr 20% der Gesamtwertschöpfung am Immobiliensektor gehangen haben, dann wird das
hohe Vermögensverluste geben auf der einen Seite bei den Besitzern und es wird den Rezessionsdruck aber eben auch dadurch, und von dem haben wir ja sowieso alle Angst, den wird es eben auch noch deutlich verstärken. Und vergessen wir nicht, auch die Finanzkrise 2008 kam aus dem US-Immobiliensektor. Und man sagt zwar jetzt oft, naja, so nachlässige Finanzierungen wie damals, so mit den Subprime-Darlehen und so, das gibt es heute nicht mehr. Wenn ich mal aber mein eigenes Umfeld so anschaue, also wie da zum Teil finanziert worden ist die letzten Jahre, dann habe ich da auch so ein bisschen meine Zweifel, muss ich sagen. Und abgesehen davon, in Kanada zum Beispiel, da hat der Finanzkonzern Manulife schon im April eine Umfrage durchgeführt, wo 20% der Befragten gesagt haben, wenn die Zinsen weiter steigen, dann können sie ihre Hypotheken nicht mehr bedienen und müssen verkaufen. Und prompt, sie sind weiter gestiegen. Das heißt, auch für die Banken kann es ungemütlich werden in den nächsten Jahren. Sachwertinvestments schützen vor Inflation, haben uns die Experten hier jahrelang erzählt. Bei Aktien und Kryptowährungen, da hat es inzwischen jeder gemerkt, was für ein Schwachsinn das war. Ich habe sie aber hier gewarnt, auch vor über einem Jahr schon. Bei Immobilien haben das noch nicht so viele gemerkt. Und klar, Immobilien schützen vor Inflation, ist schon so. Aber die Immobilienleute haben eben geglaubt, die Inflation steigt immer weiter und die Zinsen bleiben aber immer bei 0%. Und ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass die gleichen Faktoren, die die Börsen gerade stark belasten, dass die die Immobilienmärkte am Ende völlig ungeschoren lassen. Es ist für alle Anlageklassen schwer zurzeit. Ich würde aber behaupten, Aktien sind inzwischen schon attraktiver und sie sind auch relativ zu Immobilien im Moment auch schon unterbewertet. Klar, zu einer Immobilie hat man ein ganz anderes Verhältnis. Man hat auch das Gefühl, dass man da vielleicht aktiv auch als Besitzer mehr beeinflussen kann, als wenn man jetzt Aktien hat von Siemens oder Fresenius. Aber dafür ruft Fresenius auch nicht am Samstagabend an und sagt, kommen Sie vorbei, der Duschkopf ist kaputt. Und trotzdem, eins kann sich der Aktieninvestor abschauen vom Immobilieninvestor. Das ist die langfristige Sichtweise. Die haben die nämlich natürlich notgedrungen. Und Immobilieninvestoren machen auch Fehler, ganz klar. Aber sie fragen sich normalerweise nicht jeden Tag, ob es gerade für sie läuft oder gegen sie, weil sie das erstens gar nicht wissen und zweitens können sie darauf sowieso nicht reagieren in der Regel. Und damit stellen sie aber auch nicht jeden Tag ihre Entscheidungen, die sie mal getroffen haben, wieder in Frage. Und das ist wahrscheinlich aber auch ein Vorteil, weil lange Zeiträume glätten dann ja wieder viel. Und natürlich, es kommt immer auf ihre Strategie an. Aber wenn Sie Ihr Aktienportfolio genauso langfristig sehen, mit dem Zeithorizont, den ein Immobilieninvestor hat, dann haben Sie gute Chancen, dass Sie eben auch im Genuss von diesen Renditen kommen, von diesen vielbeschworenen, stabilen Renditen, die eben Immobilieninvestoren auch erzielen. Und sehr wahrscheinlich erzielen Sie sogar noch höhere Renditen damit. Einen Immobilienmarkt gibt es, der ist noch jung und der entwickelt sich aber gerade so stark, dass selbst da schon viele glauben, dass wir da in der Blase sind. Es ist der Markt der virtuellen Immobilien im Metaversum. Hier ein Beitrag von IT Insight. Angeblich sind letztes Jahr auf so Plattformen wie die Decentraland virtuelle Immobilien verkauft worden im Wert von über einer halben Milliarde Dollar. Erinnert ein bisschen an das viele Geld, das vor 20 Jahren auf Second Life verballert worden ist. Aber das Schöne ist, in einer virtuellen Welt, da werden die Karten jetzt eben nochmal völlig neu gemischt und viel von dem, was es in der echten Welt gar nicht mehr gibt, das ist da eben noch reichlich vorhanden. Und ich warte auch schon drauf, dass die Bundesregierung da demnächst für 10 Milliarden Euro virtuelles Erdgas für uns kauft. Aber wenn Sie sich da engagieren wollen auf so Märkten, denken Sie immer dran, auch im Metaversum gilt beim Immobilienkauf Lage, Lage, Lage.
Und die echte Welt, die bleibt natürlich ein bisschen komplizierter, aber auch da lohnt sich's, die Augen offen zu halten. Von uns kriegen Sie morgen, wie gesagt, den gratis Zukunftsmärkte-Report zur Lage in Brasilien. Ein spannender Markt zurzeit, ein hohes Zinsniveau, aber natürlich auch ein paar Probleme. Einfach noch schnell dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Ansonsten alles Gute Ihnen, wie immer, herzlichen Dank fürs Zuschauen.